Ey, Junge, was sollen wir da gewinnen? Jetzt wird's spannend, Männer. Das DEVK Quizduell mit Jannis Horn und Savas Sestic. Sag mal, Felix und Philipp, glaubt ihr, unsere Profis sind schlau? Ja. Ja. Aha. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlau ist Jannis? 9. Ja, das passt. Boah. Der? Und Sava? 10. Naja, wir werden sehen. Mein Mann. Dann starten wir doch mal mit Frage 1. Passt. Wer ist der jüngste jemals eingesetzte Bundesliga-Profi des FC? A. Jan Thielmann, B. Jan-Aurel Bissek oder C. Lukas Podolski? Weiß schon. Bissek. Richtig, da waren die Profis schneller. Weißt du denn, wie alt er beim Debüt war, Jannis? Der war 16, ja. Korrekt, 1:0 also für die Profis. Frage 2. Wie viele Infinity-Steine gibt es? A4, B5 oder C6? Da waren die Kids deutlich flotter am Buzzer. Eure Antwort bitte. Soll ich? Ich würde auch 5 sagen. Na, das ist leider falsch. Richtig wären 6 Steine. Das ist jetzt ein Punkt für uns, ne? Absolut. 2:0 für Jannis und Sava. Welcher Tag ist denn der gefährlichste Tag für U-Boot-Fahrer? A. Silvester, B. Tag der offenen Tür oder C. Brückentag? Philipp und Felix waren wieder einen Hauch schneller als unsere Profis. Was ist eure Antwort? B. B ist absolut richtig. Das ist der Anschluss. Nur noch 2:1. Aber erst buzzern nach den Antwortmöglichkeiten, ne? Richtig, Jannis. Achten wir ab jetzt genauso gut drauf wie die Videoschiedsrichter im Kölner Keller. Frage 4. Wie heißt der Besen von Harry Potter? A. Kartoffelbrei, B. Nimbus 2000 oder C. Blitz? Nochmal die Erinnerung an alle, nicht zu früh buzzern. Mann, ey! Aber die Kids haben eine Antwort. B. Nimbus 2000. Ja, B. Das ist der Ausgleich. Richtige Antwort von Philipp und Felix. Weiter geht's. Wie heißt der Erzfeind der 4 Ninja-Helden bei Lego Ninjago? A. Lord Garmadon, B. Graf Harkon oder C. Herzog Tatoon? Wer drückt zuerst? Mann. Es sind wieder die Kids. Lord Garmadon. Und Lord Garmadon beschert den Kids die Führung. Hey Junge, was sollen wir da gewinnen? Ich buzzer jetzt direkt. Jetzt vorbei. Ich buzzer nicht. Raten wir. Zwischenstand? Zwischenstand 3:2 für die Kids. Also, Sava, ranhalten. Okay, ernst. Sechste Frage. Was passiert mit Anna, wenn sie ins Wasser springt? Sie wird A. zur Zitrone, B. zur Ananas oder C. zur Orange. Okay, da waren die Profis schneller. Zur Ananas. Alles wieder offen. Es steht 3:3. Wie heißt der beste Freund von Greg, der Hauptfigur in der Bücherreihe Gregs Tagebuch? A. Rupert, B. Louise oder C. Franklin? Felix hat schon zweimal den Buzzer betätigt. Deine Lösung? Rupert. Super, 4:3. Das bedeutet, die Kids sind nur noch eine richtige Antwort vom goldenen Hennes entfernt. So, jetzt geht's in die Tierwelt. Da bin ich gut. Ja, kennst du dich aus? Ja. Mit Tieren? Kann sein. Kommt drauf an. Möglicherweise ist das die finale Frage. Es steht nämlich 4:3 für die Kids. Welches Tier macht keinen Winterschlaf? A. Das Eichhörnchen, B. das Murmeltier oder C. der Igel? Murmeltier. Das waren jetzt die Profis. Ich weiß nicht, Murmeltier. Was sagt ihr? Sag du. Ich weiß ernst nicht. Igel Murmeltier. Seid ihr euch einig oder? Nee. Ja. Also Igel auf jeden Fall. Was war nochmal das dritte? Eichhörnchen, Murmeltier oder Igel. Wer macht keinen Winterschlaf? Eichhörnchen. Ah, Eichhörnchen ist richtig. Damit steht es jetzt 4:4. Jetzt wird es spannend, Männer. Murmeltier wäre peinlich gewesen, ne? Ja. Das stimmt. Eichhörnchen, hast du recht.
Das heißt? 4-4, ne? Ist spannend. Die entscheidende Frage. Boah. Und das ist eine Fußballfrage. Oh, Männer. Schlechtes Gebiet. Wie hieß der erste Meister der Bundesliga-Geschichte? A. BVB. B. 1. FC Köln. Oder C. FC Bayern München. Köln. Sicher. Felix, ich glaube, du warst der Schnellste. Köln. Das ist richtig! Und damit habt ihr gewonnen. Faire Verlierer sind wir. Gut Herzlichen gemacht, Männer. Glückwunsch. Und Jannis und Sama, ihr könnt mal den Gewinn präsentieren. Der ist für euch, Jungs. Habt ihr euch verdient. Wie war's? Und ihr müsst ihn natürlich nicht in der Hälfte durchschneiden, sondern ihr bekommt beide einen. Super, dann Jungs, gratulieren wir euch nochmal zu eurem Sieg gegen die Profis. Habt ihr euch verdient, Männer. Super. Applaus. Ihr seid die Sieger. Super.